Hallo und willkommen zu diesem ach so seltenen Format, da ihr mir nur sehr selten eure Spiele zuschickt. Let's look at The Legend of Yon oder John. Da ist man sich bei diesem Spiel nicht sehr sicher und ich werde auch noch erklären, wieso. Jetzt werde ich euch aber erst einmal erklären, dass ich schon lange nichts mehr aufnahm und ich hoffe, dass meine Grammatik meinen persönlichen Wünschen entsprechen wird. Das klang seltsam. Sehr gut. So wollte ich es haben. Also, wir hatten schon lange keinen Let's Look At mehr. Und daher werde ich nochmal ganz schnell das Format erklären. Ihr schickt mir euer RPG Maker Spiel. Ich werde es im Privaten erstmal spielen. Und dann mache ich ein Let's Look At draus. Und der Inhalt dieses Let's Look Ads besteht im Wesentlichen aus Verbesserungsvorschlägen. Und natürlich auch Lobpreisungen, ist ja klar, sofern denn diese argumentiert sind, nicht wahr? Das ist im Wesentlichen der Inhalt eines Let's Look Ads. Ihr könnt ja auch nochmal in die alten Videos schauen, wenn ihr damit noch nicht vertraut seid. Aber so kompliziert ist dieses Format jetzt auch wieder nicht. Aber ich denke, das hier ist mein erstes VX oder VX-Ace-Spiel. Ich bin mit diesem Maker nicht wirklich vertraut, also sollte ich da hadern mit irgendwelchen Inhalten, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie Standard sind oder ob sie extra eingefügt wurden, dann ist das schlichtweg darauf zurückzuführen. Da ich diesen Maker ja nicht besitze und noch nie damit gearbeitet habe und es auch nicht möchte. Irgendwann vielleicht mal, aber jetzt nicht. Ne? Dann kann ich allerhöchstens sagen, oh ja, das passt zum Spiel, dann ist ja alles gut. Oder halt nicht. So in etwa. Ja gut. Also dieses Spiel wurde mir von 778 Big Boy zugeschickt. Mit einer sehr, 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 sehr kurzen E-Mail. Die ging in etwa so. Hier ist eine Demo für dich, MG. Ich glaube, ich habe die Begrüßung vergessen. Hallo, das ist eine Demo für dich. Ich glaube, so in etwa. Ja, ich weiß, es herrscht Postgeheimnis. Aber was soll man machen? Jetzt ist es raus. Ja, The Legend of Yon. Ich denke, ich soll dazu ein Let's Look Ad machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, es gäbe sonst keinen Grund, es mir sonst zuzuschicken. Also rate ich jetzt einfach mal wild drauf los und ein Let's Look Ad zu machen ist jetzt auch nicht das Verkehrteste. Dann habt ihr mal wieder Videos und ich habe auch mal wieder Spaß und ich kann noch mal wieder Let's Playen. Whee, da haben wir alle gewonnen. Oh, ich merke schon, wie meine grammatikalischen Kenntnisse wieder zurückkehren. Sie kehren zurück. Oh, und auch meine Nazi-Seite. Die wollte ich verstecken. Die schließe ich wieder in den Keller. Klick-klack. Ist alles nur Spaß, ne? Oder ist es das? The Legend of Yon. Ja. Yon? John? Ich sag mal so im Vorfeld. Es ist mir völlig egal, ob der Entwickler Legastheniker ist. Ich kann nur sagen, das und das, also auf dies und das solltest du achten. Oder dies und das solltest du verändern, weil es zum Beispiel falsch ist oder nicht passt, etc., etc., etc. Die Ursachen, warum etwas falsch ist oder die Ursachen, warum etwas falsch geschrieben ist, und dazu gehört auch Legasthenie, ist mir völlig egal. Darauf kann ich gar keine Rücksicht nehmen. In einem kommerziellen Spiel wäre das dem Spieler auch völlig egal. Der denkt da nicht, oh ja, ja, der Autor, ne, der hat eine Leserechtschreibschwäche. Dann ist es völlig okay, dass ich die Story nicht lesen kann. Das geht nicht, das geht nicht. Dieses Spiel ist natürlich nicht kommerziell, es ist völlig frei und momentan natürlich noch im Privaten, in der Entwicklung und ganz offensichtlich von einem RPG-Maker-Anfänger. Also wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis es fertig ist oder bis überhaupt mal echter Inhalt entsteht. Was das genau bedeutet, werden wir auch noch sehen. Aber vorweg, das ist ja schon das zweite Vorweg, wenn ihr gut aufgepasst habt, das Spiel besteht nur aus 9 Maps. Das ist nicht wirklich viel und es scheint auch kein echtes Ziel zu geben. Umso mehr fragte ich mich natürlich, wieso genau soll ich das jetzt spielen? Naja, nichtsdestotrotz, auch wenn der Inhalt nur geringfügig ist, können wir hineinsehen. Muss schon mal sagen,
Titel gefällt mir. Ja, finde ich ganz gut. Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Copyright-geschützte Kingdom Hearts Musik sein muss. Eventuell könnt ihr sie jetzt hören, eventuell aber auch nicht. Je nachdem, ob die... Ob der Copyright-Suche von YouTube angeschlagen hat oder nicht. Wir werden sehen, wir werden auf jeden Fall sehen. In der Regel, das ist jetzt nur ein Tipp, MIDI-Musik von kommerzieller Musik ist immer in Ordnung. Da schlägt nichts an, denn diese Musik wurde von wem anders erstellt. Diese Musik lässt sich dann übrigens auch wieder zum Beispiel mit Format Factory in MP3-Format umwandeln oder ein anderes Musikformat, dann klingt es meist gar nicht mal so schlecht, habe ich festgestellt. Nur so ein kleiner Geheimtipp. Muss aber nicht unbedingt gut klingen, sollte man drauf achten. Nun denn, schauen wir einfach mal rein. The Legend of Long John Silver. Wo bin ich, Hirr? Und was ist mit mein Schiff? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass ein Sturm gab. Das ist ein heftiger Sturm. Ja. Da ist eine Hohle. Ich säuche mich mal da drin um. Okay, also die meisten Rechtschreibfehler bestehen aus Buchstabendrehern. Und das in jedem Satz. In jedem einzelnen Satz. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, ist das Legasthenie oder einfach nur sehr schnell geschrieben? Da kann man nochmal drüber gucken, nicht wahr? Ja, also zum Anfang. Also ich sah am Anfang, da war ein kleiner Pixelfehler, aber so arg nitpicken, wie man im Englischen sagt, möchte ich jetzt gar nicht. Stattdessen lieber auf offensichtlichere Dinge eingehen, die ja eher ein Problem fürs Spiel sind. Also diese kleine Einleitung eben... kann man machen. Ja, gut. Das Spiel ist kurz. Es wird noch stark überarbeitet. Also ich muss überhaupt nicht auf Details eingehen. Ne? Details kann man auch später bearbeiten. Also versuchen wir einfach mal bei allgemeiner Kritik zu bleiben. Also allgemeiner Kritik, die das Große umfasst. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das Gesamtkonzept, wenn ihr so wollt. Ja. Gut, also wir können natürlich rennen, das ist ziemlicher Standard. Und ja, der Schatten hier rechts könnte mal ein bisschen weitergehen, aber das ist Nitpicking. Naja, öffnen wir mal die Truhe. Ein Heiltrank erhalten, ohne Rechtschreibfehler, wunderbar. Also wir haben ein ganz normales Menü. Items, Fähigkeiten, Ausrüstung, Status, Aufstellung, Speichern, Beenden. Sogar alles richtig geschrieben. Schön! Könnte aber auch die Standardsprache des Makers sein. Heiltrank, Halt 500 HP eines Helden. Wir besitzen tatsächlich... ganze Menge HP. Und die werden wir auch so schnell nicht los, denn wir sind ganz schön stark. Und sogar schon Level 4. Ist nicht verkehrt. Warum sollte ein Held noch vor dem Abenteuer nicht ein bisschen aufgelevelt haben? Finde ich völlig in Ordnung. Fähigkeiten. Limit. Das ist die Limettenfähigkeit. Limit wird mit I und dann nochmal ein I geschrieben. Also L-I-M-I-T. Werde ich jetzt nicht immer sagen. Vorangriff richtet Schaden am Feind an. Gut, einverstanden. Magie besitzen wir nicht. So, ein Schwert mit leicht zu handhabender Klinge. Lederhemd. Lederhemd mit E. Und leider ohne Beschreibung. Da solltest du noch die Beschreibung einfügen. Definitiv. Gut, also er heißt John, aber wir können ihn auch einfach John nennen. Würde ich sagen. Wie viel Geld besitzen wir? Also Galt. Das ist hier die Währung. Das ist völlig in Ordnung. 0 Galt. Okay. Gut, dann gehen wir mal in diese Höhle. Und schauen, ob uns hier jemand helfen kann. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob das ein Standardsystem ist. Moment, ich muss mal näher an den Bildschirm herangehen, denn VX-Spiele sind ganz schön klein. Enemy Radar. Das kann man so ganz normal gar nicht lesen. Und ich mag dieses Enemy Radar. Bin mir nicht ganz sicher, ob das durch ein Skript einfügbar ist oder ob es Big Boy selbst erstellt hat, aber mir gefällt es sehr gut. Das ist eine gute Alternative für übrigens zwischen Währung und die Zahl sollte vielleicht noch ein Leerzeichen
Das ist eine gute Alternative für... oder ein guter Zusatz für Random Encounter. Da weiß man zumindest, ob man in einen Feind rennen würde oder nicht. Besitzt also noch die Chance auszuweichen. Ist bis jetzt der tolerabelste Random Encounter, den ich kenne, muss ich mal sagen. Das sieht ganz gut aus. Leider kein Schatz. Dann bekämpfen wir noch ein paar Gegner. Das Spiel ist sowieso nicht lang. Das können wir uns also genehmigen. Oh nein. Oh nein. Also seht ihr, die Gegner können uns überhaupt nichts. So wenig, wie sie abziehen. Aber zu Beginn des Spiels langt das ja auch erstmal, um das Kampfsystem kennenzulernen. Stärkere Gegner können später erscheinen. Ne? Eine Einleitung zu einem Spiel ist immer gut. Besonders wenn sie spielerischer Natur ist. Und ungefährlich. Das sind die besten Einleitungen. Okay, dann raus aus der Höhle zu Drofdali. Wir werden Drof immer lesen. Egal, wen wir ansprechen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, es soll Dorf heißen. Ach ja, der obligatorische Dorfflug. Und jetzt kommt's. In dieser Sequenz. Da ist ein Dorf! Ja, da ist tatsächlich ein Dorf. Gut, hier können wir speichern. Ich mag ja diesen Speicherstein. Auch wenn es zum Standardrepertoire gehört, aber es sieht einfach gut aus. Und auch gar nicht mal so schlecht sieht eigentlich das Mapping aus. Ne? Hier schön Gras, da sind Blumen, da sind Wälder. Wir hören dann die Bäume auf, denn das Dorf beginnt. Aber hier befindet sich noch immer Gras. Aber das hohe Gras nimmt dann auch langsam ab, denn hier wurde ja schließlich gebaut. Also das Mapping ist an sich relativ gut. Auch in den Innenräumen ist es gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen leer, aber sehr viel mehr lässt sich leider aus den VX-Grafiken nicht herausholen. Schaut mal, der Charakter ist so klein und auch alles andere ist im Wesentlichen sehr klein. Solche Probleme gibt es beim 2K und 2K3 Maker nicht. Das ist einer der Gründe, warum ich diese neueren Maker nicht mag, aber das ist ein persönliches Ding. Soll jeder halten, wie er es mag. Wo wollen wir denn letztendlich lang gehen? Ach ja, Moment. Ich wollte natürlich auch ein paar Verbesserungsvorschläge geben, denn auch wenn das Mapping ganz in Ordnung ist, es ist noch nicht gut. Schauen wir uns mal den Rand hier an. Der Rand der Wiese ist ist Sand, nicht wahr? Warum ist hier Sand an der Seite? Das war schon unten am Strand etwas seltsam. Ja, ich weiß, wir haben am Strand primär Sand. Aber auch da stimmte es nicht ganz. Denn auch da hatten wir Gras. Hier stimmt es auch wieder nicht. Also Gras, sowohl das kleine als auch das große, vor allen Dingen das hohe Gras sollte auf jeden Fall bis an die Felswand gehen. Wie das genau zu bewerkstelligen ist, weiß ich nicht. Aber es geht. Möglicherweise Shift gedrückt halten. Zumindest ist es beim 2K3 so. Dann sollte man allerdings auch noch irgendwie eine Grafik einfügen, die über den Felsen ragt. Aber das sind diese Standardgrafiken, ne? Ich glaube nicht, dass das möglich ist, ne? Schauen wir uns zum Beispiel mal diesen Busch an. Der überdeckt uns in keinster Weise. Und hier, wir überdecken den Busch nur partiell. Das ist fast gar nichts. Also, ich mag diese Grafiken nicht. Ich mag den Maker im Allgemeinen nicht. Aber gut, das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Gehen wir mal weiter, gehen in das erste Haus. Und, ja, gut, es ist jetzt kein riesiger Raum. Hier könnte man noch ein bisschen mehr Accessoires reinstellen, die logisch wären. Zum Beispiel Bücherschrank. Ich meine, hier leben alte Leute, die lesen viel. Und kochen wahrscheinlich nicht nur den ganzen Tag, denn das Einzige, was wir hier so haben, ist ja eine Küche und ein Geschirrschrank, ein Essenstisch und sie pimpern anscheinend den ganzen Tag. Das war alles. Und sitzen auf der Couch. Okay, es hat doch schon sehr viel von alten Menschen, sitzen den ganzen Tag herum und pimpern. Oh, junger Mann, kannst du Mean Man sagen, dass das Essen fertig ist? Ja, liebe Berlinernde Oma, natürlich. Oh, danke.
Also ich werde nicht jeden einzelnen Satz korrigieren. In Drofdali. Und ich weiß zufällig, wo der ist. Schon wieder eine alte Frau. Willkommen in Drofdali. Mein Mann ist der Drofälteste. Unser Haus ist das in der Miete. Ja. In der Miete. Und auch der Drofälteste sagt, ich bin der Drofälteste. Eventuell wäre das sogar logisch, wenn der Ort Drofdali heißt. Dann ist er wirklich der Drofälteste. Oh, ein bisschen Fantasie. Hallo, Ihre Frau schickt mich. Schicki, schicki. Oh, was ich? Ich soll Ihnen sagen, das Essen ist fertig. Oh, dank! Aber wenn er was falsch schreibt, dann auch konsequent falsch. Dank, dass du mir das gesagt hast, ihr. Heiltrank erhalten. Da mal los! Vielen Dank. Und es gab sogar eine kleine Belohnung für eine sehr einfache Quest. Ein Heiltrank. Den ist gut. Sehr viel mehr Belohnung kann es auch nicht geben. So, hier aber noch was anderes zum Mapping. Im Prinzip das gleiche Problem wie an den Felsen. Und zwar natürlich wieder hier der Sand am Haus. Warum sollte auf einmal Sand anfangen? Allerdings geht dieser auch noch bis über das Dach hinaus und das ergibt nicht wirklich Sinn. Schauen wir mal, das Dach ist 1, 2, 3 Felder hoch, demnach 1, 2, 3 und hier wo ich stehe, sollte dieser Sand aufhören. Natürlich sollte er sich nirgendwo befinden, aber im Prinzip könnte man ihn auch verwenden, um den Umriss, den Grundriss vom Erdgeschoss des Gebäudes noch ein bisschen zu unterstreichen. Also dann würde der Sand vielleicht noch ein bisschen Sinn machen. Da könnte man vielleicht sagen, ja, hier wurde halt ein Haus errichtet, es wurde umgegraben, das Gras wächst nicht weiter bis dahin, das Dorf steht erst seit kurzem. Dann kann man das durchaus sagen, aber es sollte nicht bis über das Dach hier quasi gehen. Das ist dann wieder völlig falsch. Jo. Aber schau mal, wir haben ja noch ein Boot zu stehen, das ist ganz nett. Das, ja, das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dazu Quest sagen kann, das ist für meine Spielerei. So, pass mal auf. Madischen 1. Wir spielen Fackene. Aha. Und diese Welt wird auf Focknel beobachtet. Ja, ja. Aber ich krieg sie nicht. Soll ich dir helfen? Ja, danke. Natürlich kriegst du sie nicht. Wenn du so rennst, dreh dich einfach um. Und in welch einem Affenzahn sie sich verfolgen. Fortlaufendes Laufen ohne Pause. Ich weiß natürlich nicht, wo sich das einstellen lässt. Aber es lässt sich einstellen, wäre nicht schlecht. Das halt flüssig laufen, so wie unser Held zum Beispiel. So, aber wir wollen ihr natürlich helfen und sprechen einfach sehr an. Hey, du bist aber schnell. Madischen 2. Ja, das bin ich. Also, wenn er was falsch schreibt, dann richtig. Hab dich. Oh, nein. Jetzt machen wir's. Es tut mir leid, dass ich lache, aber jeder von euch lacht hierbei, oder? Jetzt machen wir Sei Speigen, okay, Schwester? Ich hoffe, das ist nichts Unzüchtiges. Okay. Und sie spielen Sei Speigen. Tatsache. Schön. Schauen wir mal ins Inn. Aha. Das Innensystem funktioniert übrigens. Wir werden voll geheilt. Und die Schränke oder irgendwas können wir nicht looten. Müssen wir auch nicht unbedingt. Es ist allerdings ein Element, das manche Spiele besitzen, daher muss es unbedingt erwähnt werden. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, warum sich dort oben ein Fenster befindet. Da kommt doch niemand ran. Schauen wir uns weiter um. Vielleicht sind auch diese Fenster etwas zu hoch. Unsere Charaktere sind nicht besonders groß. Allerdings ist auch jede Tür doppelt so groß wie unsere Charaktere. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Sets nicht mag? Oh, hier ist der Schatten sehr seltsam abgeschnitten. Was auch immer du da gemacht hast. Ist wohl ein Bruch in der Matrix. Auch der Brunnen scheint hier abgeschnitten. Nein, Moment. Das Spiel war nur zu weit weg von meinem Auge. Ich konnte es nicht richtig erkennen. Okay, sehen wir uns weiter um. Denn sehr viel mehr können wir hier ehrlich gesagt nicht machen. Es geht nicht weiter. Wir haben nur dieses eine Dorf. Wo wollen wir als nächstes hin? Hier.
Hier waren wir noch nicht. Hier ist wieder sehr viel freier Platz, aber die Schränke sind eingeordnet dort, wo Schränke eigentlich auch stehen würden. Das ist völlig in Ordnung, das ist gut. Scheint mehr zu lesen als die alten Leute. Und wir klettern ihm einfach mal auf den Tisch. Hey, bist du neu in Droof? Das Dorf heißt Droof, da kann man nichts machen. Ja. Schön, ich bin Rick. Und ich stehe auf deinem Tisch. Ja, Rick. Das ist schön für den Rick. Und hier sind die Schränke abgeschnitten von der Wand. Wir können auch etwas weit in die Betten laufen. Müsste noch umgeändert werden. Und hier sehen wir ein Stilmittel, das wir in manchen Häusern sehen, ich aber nicht völlig begreife. Hier befinden wir uns quasi im Erdgeschoss und hier, ich würde mal sagen, 1,5 bis 2 Meter höher. Das finden wir in fast jedem Haus vor. Verstehe den Sinn dahinter nicht ganz, aber vielleicht ist ja der Baugrund ein bisschen schief und deswegen müssen sie so bauen oder sie nutzen den Raum, um von außen darunter was zu, also um von außen Zugriff drauf zu bekommen, um darunter was zu lagern, zum Beispiel Baumaterial oder Reissäcke oder irgendwas. Kann ja sein, aber man muss mal sagen, durch diesen Sprung in der Ebene wirkt das Gebäude nicht so platt. Irgendwie wirkt es besser. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es hätte es mehr Tiefe, kann man sagen. Hier haben wir auch wieder seltsame Sandstückchen. Aber das habe ich ja zuhauf bereits kritisiert. Der Droofälteste. Hallo, ich bin der Droofältest. Vielleicht auch darauf achten, dass sich jedes Wort auch in der Messagebox befindet. Der Droofälteste. Hätte ich nicht gedacht, obwohl dort doch stand der Droofälteste. Na, hier sprechen wir nochmal an. Der Droofälteste meint, ich bin der Droofälteste. Völlig unvorhersehbar. Hier haben wir auch wieder diesen Sprung. Und irgendwie mag ich diesen Sprung. Ich mag ihn. Er passt auch perspektivisch. Nur der Teppich leider nicht. Denn der müsste bis hinter die Wand reichen. Aber er ist anscheinend abgeschnitten, weil... Naja. Ich würde mal sagen, aufgrund mangelnder technischer Erfahrung. Ja. Aber schaut, wir haben einen Kleiderschrank, wir haben ein Bett. Alles in Ordnung. Hier hinten könnte vielleicht noch was rein. Und warum auch immer der Kamin nicht funktioniert, ihr seht, es raucht ins Zimmer hinein. Raus! Rauchvergiftung! Naja, von außen funktioniert er. Scheinbar ist die Rauchentwicklung doch etwas zu hoch. So, und hier können wir uns ausrüsten. Und finde ich auch ganz gut, er hat seine Waren direkt vor Ort hier da, wo er handelt. Haha. Muss nicht weiter kommentiert werden. Aber man erkennt, wozu jeder Raum gedacht ist. Also, die Einrichtungsgegenstände sind nicht irgendwie random verteilt, sondern sie erfüllen einen Zweck. Finde ich auch gut. Auch darauf achtet nicht jeder. Kaufen! Heiltrank, kennen wir, lässt gefallen auf, okay. Zerstört verschiedene Statuseffekte. Entfernt verschiedene Statuseffekte ist besser. Hebt alle Arten von Vergiftung auf. Ist Vergiftung auch ein Statuseffekt? Gehen wir mal davon aus. Oh. Von links scheint Licht hinein. Auch schön. Scheint auch von rechts welches hinein? Nein, von oben durch die Fenster. Man sieht es kaum, daher fiel es mir nicht sofort auf. Schauen wir mal, wie es hier links aussieht. Haben wir hier auch irgendwo Fenster, wo Licht hinein scheint? Nö. Muss auch nicht. Hoffentlich wurde auch darauf geachtet, dass wenn Licht einfällt, immer von den gleichen Seiten Licht einfällt. Im RPG Maker ist es meist... Links. Irgendwo links. Und das sieht man hier auch. Es ist irgendwie so eine Standardrichtung. Darauf hat man sich wortlos geeinigt. Wenn man so möchte. Okay, auch wenn ich jetzt eventuell nicht in jedes Gebäude gegangen bin. Wir haben alles gesehen.
Ich habe alles angesprochen. Und was bleibt abschließend noch zu sagen? Ich weiß nicht, was aus diesem Spiel werden soll. Also ich erkenne ja noch nicht mal einen richtigen Ansatz. Denn wir haben noch nichts erlebt. Wir sind gestrandet. Okay, Mann. Wir hatten ein Schiffsunglück und sind jetzt in diesem Dorf angekommen. Wo wir aber anscheinend keinerlei Hilfe suchen. Wir fragen niemanden, ob... Naja, ich weiß nicht. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir wissen nichts über unsere Figur. Und wir haben anscheinend auch kein Ziel. Unsere Ziele sind nicht klar. Es ist auch nicht klar, wer wir sind. Eigentlich ist nichts klar. Allerdings wissen wir auch nicht, wie das Gameplay aussehen soll. Vielleicht ist es auch einfach nur ein stumpfer Dungeon Crawler, wo die Story nicht wirklich wichtig ist. Das kommt immer auf die Ausführung an. Manchmal passt es, Story zu haben, und manchmal braucht man sie nicht. Kommt aufs Spiel an. Aber bis jetzt, viel ist da nicht zu bewerten. Es lässt sich höchstens all das verbessern, was ich ansprach. Vor allen Dingen die Rechtschreibung. Es schadet definitiv nicht, seinen Text mal in Word korrigieren zu lassen oder einen Beta-Tester zu haben, der nicht ich bin. Ja. Und ansonsten, wenn dein Spiel mal sehr viel weiter ist, und damit meine ich wirklich sehr viel weiter, dann kannst du es mir gerne nochmal zusenden. Das gleiche gilt natürlich auch für meine restlichen Zuschauer. Wenn ihr ein RPG-Maker-Spiel habt, an dem ihr gearbeitet habt, dann sendet es mir doch zu an letsplaymg@googlemail.com. Meine Primäradresse für solche Angelegenheiten. Das war's auf jeden Fall von Let's Look at The Legend of JonTron. Naja, bis zum nächsten Mal.